Es ist mal wieder Mittwoch, Zeit für Challenge WBS. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und wenn ich so schnell spreche, dass ihr unten nicht einmal mehr auf 1,5 Geschwindigkeit stellen müsst, dann wisst ihr, es ist mal wieder Mittwoch und Zeit für eure Nutzerfragen. Los geht's, die erste Frage läuft. Hat Ihnen schon mal ein anderer Jurist unterschwellig oder sogar direkt Ihre Seriosität abgesprochen, weil Sie einen YouTube-Kanal betreiben und Vlogs publizieren? Das war vielleicht in der Anfangszeit des Kanals so. Da hat man gesagt, ach YouTube, das gucken doch nur Kinder. Was macht jetzt plötzlich ein Anwalt ein auf YouTube? Aber man muss sagen, wir sind ja eine Medienrechtskanzlei, vertreten die Medienindustrie. Und da kann ich ganz klar sagen, das überwältigende Echo unserer Mandanten ist, dass sie es gut finden, dass wir einen Kanal mit über 170.000 Fans haben und sagen, der versteht uns, der weiß genau, wie es läuft. Aber klar, viel Aufmerksamkeit, viel Feind. Viel eher, keine Ahnung, da gibt es natürlich auch immer wieder die, die uns doof finden. Wer haftet dafür, wenn das Handy aus dem abgeschlossenen Schwimmbadspind geklaut wird? Das ist eine gute Frage. Wenn der Spind aufgebrochen wird, dann ja, kann der Betreiber aus meiner Sicht ja auch nichts dafür. Normalerweise heißt es auch, es wird keine Haftung übernommen. Denn die Spinde, die sind natürlich auch nicht so sicher, dass da nicht mit einem Dietrich oder sowas geöffnet werden kann. Ich befürchte, da haftet keiner für. Ist euch allerdings zugesichert worden, hier hast du einen Spind und habt ihr womöglich noch 50 Cent dafür gezahlt. Könnte man überlegen, ob man dann den Betreiber in die Haftung nimmt. Meistens aber ja nur eine Leihgebühr. Also ich glaube, an die Haftung kommt man da nicht so leicht ran. Angenommen, ich begehe 2017 eine Straftat, die nach 5 Jahren verjährt. Ich komme 2018 dafür vors Gericht. Da der Fall aber so kompliziert ist, dauert es bis zu meiner Verurteilung bis 2025. Ist das Urteil dann noch wirksam? Nein, das ist ja auch der Grund, warum die Staatsanwaltschaften dann manchmal einfach trotz aller Ermittlungen dann plötzlich Anklage erheben müssen, damit es eben zu einer entsprechenden zeitgemäßen Verurteilung vor Verjährung kommen kann. Wenn Prozesse sich zu lange hinziehen, kann es sein, dass sie einfach verjähren. Deswegen müssen dann die Strafverfolgungsbehörden Gas geben. Darf ich bin kein Anwalt, ein Freund oder Familienmitglied vor Gericht verteidigen? Ja, das darfst du. Und zwar vor den Amtsgerichten insbesondere. Vor den Amtsgerichten darf man sich sogar selbst verteidigen und du darfst deine Freunde und Familienmitglieder dort auch verteidigen. Bei den Landgerichten geht das dann nicht mehr so ohne weiteres. Im Strafverfahren ging das auch, darf sich auch jeder selbst verteidigen. Könntest du wahrscheinlich auch mitgehen, wobei ich mich im Strafrecht da nicht so super auskenne. Darf der Secret Service zum Beispiel beim Besuch des US-Präsidenten mich einfach so festhalten oder meine Personalien überprüfen? Ich bin nicht der Meinung, dass der Secret Service das darf. Das ist den deutschen Polizeibehörden vorbehalten. Der US-Secret Service hat hier keine Rechte. Das ist jedenfalls meine Meinung und insofern könnte man sich dann auch dagegen zur Wehr setzen. Wenn Kim Jong-uns, also der nordkoreanische Diktator, befiehlt, eine Rakete abzufeuern, dabei das deutsche Konsulat in China trifft, welche Strafen drohen ihm und müsste die NATO eingreifen? Ich weiß jetzt gar nicht. In China, okay, du müsstest die NATO eingreifen. Okay, das ist natürlich deutsches Staatsgebiet. Ja, das ist natürlich so. Botschaft, war das die Botschaft? Konsulat, ja. Die Botschaften sind deutsches Staatsgebiet, damit ist ein Angriff auf deutsches Staatsgebiet. Ja, es würde auf alle Fälle eine NATO-Sitzung geben, nicht nur, weil ausgerechnet die deutsche Botschaft getroffen wurde, sondern weil man natürlich auch China dann irgendwie angegriffen hat. Und ich gehe davon aus, dass die NATO eingreifen müsste. Wie sie dann eingreift, kann sie ja immer noch selbst entscheiden. Aber ja, die deutsche Botschaft in China ist deutsches Staatsgebiet und wenn da jemand eine Bombe drauf wird, gehe ich davon aus, ganz sicher davon aus, dass die NATO sich damit beschäftigen würde. Ich habe mich erstmal mit euren Fragen beschäftigt. 6 an der Zahl sind es geworden, ist ja mein Durchschnitt. Nächste Woche gebe ich mal wieder ein bisschen mehr Vollgas. Euch danke für die tollen Fragen. Tschüss und bis morgen.